Würdest du gerne wissen, was erfolgreiche Menschen für kleine Rituale haben, um ihren Erfolg zu garantieren? Dann bleib an diesem Video dran, denn ich werde dir hier 5 einfache Rituale geben, die euren Erfolg garantieren werden. Denn wie wir wissen, ist Kontinuierlichkeit der Schlüssel, um in einer bestimmten Sache Profi zu werden. Wie wir wissen, brauchen wir 10.000 Stunden, um in einem bestimmten Bereich Profi zu werden. Denn es kommt nicht darauf an, was wir Jahr für Jahr tun, was uns später ein legendäres Leben verspricht, nein, sondern es kommt darauf an, was wir tagtäglich tun. Und das führt mich schon zum ersten Ritual. Und zwar ist das früh aufstehen. Lohnt es sich überhaupt, früh aufzustehen? Die Art, wie du jeden Tag beginnst, richtet sich danach, wie du jeden Tag lebst. Die Krieger damals hatten einen sehr, sehr guten Spruch, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar haben die gesagt, schwitze mehr im Training und blute weniger im Kampf. Das ist ein richtig geiler Spruch, übertrieben. Und wenn wir ein unbesiegbares Business führen möchten, beziehungsweise unser Traumleben führen möchten, sollten wir uns unbedingt an eine Morgenroutine gewöhnen. Warum? Denn morgens, wenn du früher aufstehst als normal, aktiviert sich dein Gehirn. Und morgens sind wir sowieso mehr aufnahmefähig als zu jeder anderen Tageszeit. Denn auch dadurch werdet ihr mehr Energie über den ganzen Tag haben. Und wie wir wissen, ist Energie extrem wichtig für uns, für unseren Erfolg und für den ganzen Tagesablauf. Ich werde euch keine Routine vorschlagen oder nicht sagen, was ihr zu tun habt. Ihr müsst eure eigene Routine machen. Wie zum Beispiel meditieren morgens, eure Ziele aufschreiben, euch klar zu machen, was ihr überhaupt möchtet, euren Tagesablauf schon mal planen. Denn somit werdet ihr auch mehr euch selbst verstehen und über euch selbst erfahren. Jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Routine, und zwar ist das das Zeitmanagement. Und wie wichtig das Zeitmanagement ist, werdet ihr hier erfahren. Wir hören oft, dass Menschen sagen, ich bin der beste Vater, ich bin die beste Mutter, ich bin der beste Businessmann, ich bin der Beste in diesem Bereich, ich bin der beste Athlet. Aber fragt diese Menschen einfach nur mal nach ihrem Zeitplan, nach ihrem Tagesablauf. Und ihr werdet ganz genau sehen, wo ihr Leben hinführen wird. Denn das zeigt alles zu 100% genau. Warum? Weil unser täglicher Zeitplan bestimmt unser zukünftiges Leben. Denn es kommt nicht darauf an, worüber du redest, sondern es kommt darauf an, was du tagtäglich tust und vorausplanst. Warum? Weil das, was du vorausplanst, ist das, was erledigt wird. Zum Beispiel im Krieg. Die oberen Generäle, die haben eine Karte, wo sie ihren Krieg planen, wo sie ihre Schachzüge planen, wo sie ganz genau Schritt für Schritt vorgehen, wie es gemacht wird und was sie zu tun haben. Und die besprechen ihre komplette Strategie im Voraus. Bei uns, in unserem Leben, in unserem Business, in unserer Arbeitswelt ist es genau dasselbe. Denn wer nicht plant, der hat schon verloren. Was ich selbst tue und was ich euch einfach nur ans Herz legen kann, ist eure Zeit vorauszuplanen. Am Sonntagabend setzt euch mal hin, nehmt euch mal eine halbe Stunde Zeit und schreibt auf euren ganzen Plan für die nächste Woche, von Montag bis Sonntag wieder. Was ihr macht, wann ihr arbeitet, wann ihr trainieren geht, wann ihr eure Freizeitaktivitäten habt, und natürlich auch, wann ihr lernt, wann ihr was für euer Business macht, wann ihr was für euch selbst macht. Denn somit werdet ihr euch eine Menge Zeit sparen. Und denkt daran, die Dinge, die ihr vorplant, sind die Dinge, die erledigt werden. Ritual Nummer 3 ist, gib mehr als erwartet wird. Und was dahinter steckt, werdet ihr folgenden erfahren. Heutzutage ist es sehr, sehr selten, Menschen zu finden und Menschen zu treffen, die einfach mehr geben, als erwartet wird von ihnen. Zum Beispiel, wenn wir Eis essen gehen. Wir bekommen immer das, was wir erwarten oder weniger. Oder bei einem Restaurant, das ist genau dasselbe. Also ihr habt die Möglichkeit, in der Nische, wo ihr gerade seid, sie komplett zu übernehmen. Und wie? Indem ihr einfach nur dieses kleine Ritual Tag für Tag ein wenig übt, einfach etwas mehr gibt als erwartet, als ihr geben müsst. Egal ob es bei eurer Arbeit ist, egal ob es in eurem Business ist, gibt einfach ein bisschen mehr als erwartet wird. Denn es ist auch einfach nur ein kleiner Muskel, der geübt werden muss und trainiert werden muss. Genau dasselbe ist auch im Job. Gib einfach ein bisschen mehr als erwartet wird und geh diese kleine Extrameile. Und was denkst du, was dann passieren wird? Denn jeder Mensch in deiner Arbeit, dein Chef, werden alle nur gut über dich reden. Denn du wirst das Wow-Symbol in deiner Firma. Das vierte Ritual ist extrem, extrem wichtig. Und das ist das, was jeder erfolgreiche Mensch wirklich macht, jetzt immer noch heutzutage, und was euch zu 100% den Erfolg vorhersagen wird. Nicht heute, nicht morgen, vielleicht nicht in einem Jahr, aber mit Sicherheit in eurer Zukunft. Und das ist, lerne jeden Tag. Und hier gebe ich euch den 60-Minuten-Plan. Das heißt, egal wie beschäftigt du bist, egal wie viel du zu tun hast, ob du studierst und gleichzeitig noch jobbst oder du ein eigenes Unternehmen führst, du hast immer 60 Minuten Zeit am Tag, um für dich zu lernen. Es ist egal, ob du Audios hörst, ob du Videos schaust, ob du dich mit Menschen unterhältst, die schon mehr Erfahrung haben als du, ob du Podcasts hörst oder ob du Bücher liest. Denn es ist auch ganz offensichtlich, dass man mehr erreichen kann mit mehr Wissen. Und wenn wir ein Profi sein möchten, in einem bestimmten Bereich,
dann ist es ganz klar, dass wir niemals aufhören dürfen zu lernen. Und das fünfte Ritual ist unsere persönliche Betrachtung bzw. Zeit für uns selbst. Es ist sehr einfach, beschäftigt zu sein mit dem Beschäftigtsein. Aber was ist der Sinn dahinter, in deinem Berufsleben oder deinem Arbeitsleben beschäftigt zu sein, aber das mit den komplett falschen Dingen? Ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, wenn du weißt, du hast nur noch eine Woche zu leben, du möchtest deinen Lieblingsberg besteigen, du fängst es an und du bist schon fast an der Spitze, eine Stunde bevor du stirbst, und du realisierst, es ist der falsche Berg. Denn der einzige Unterschied zwischen dem Beschäftigtsein und dem Aktivzusein ist die Art der Betrachtung. Denn hier beim fünften Ritual geht es darum, wie viel Zeit du mit dir selbst verbringst. Einfach nur in der Stille zu sein und nachzudenken. Nachdenken, wie du lebst, wie du arbeitest, was du tagtäglich tust, ob das auch wirklich deinen inneren Werten entspricht. Und das natürlich, was du hinterlassen möchtest. Ich habe eine sehr starke Frage an euch, die ihr euch selbst stellen solltet. Was ist das eine Projekt, was ich für die nächsten 3 Monate kontinuierlich tun würde und mein Leben komplett ändern würde? Denn egal in welchem Bereich, ob es im privaten Leben ist, ob es im Berufsleben ist, in eurem Network, die Menschen, die extrem erfolgreich geworden sind, sind diese Menschen, die viel Zeit mit sich selbst verbracht haben. Wie zum Beispiel Tony Robbins, Patrick B. Davids oder Seth Godin. Wenn es für diese Menschen funktioniert hat, warum soll es nicht auch für uns funktionieren? Wenn ihr eine dieser Gewohnheiten schon habt oder sie jetzt ausprobiert, hinterlasst uns gerne einen Kommentar da, was für euch am besten funktioniert, was euch am besten gefällt und wie es euer Leben verändert hat. Never let up, if they try to stop me, then I'll never let them. Every time I'm on the stage, I'm a go-getter. Every time